Lieber Wolfgang Gerdt, verehrte Damen, meine Herren, freue mich, Sie zu sehen. Freue mich zu sehen, dass Sie so zahlreich der Einladung der Friedrich-Naumann-Stiftung gefolgt sind. Das ist ein Signal, das Sie damit senden, nämlich, dass mit den Liberalen im Jahr 2014 weiter zu rechnen ist. Und die Veranstaltungen, die Wolfgang Gerdt und ich in den letzten Tagen absolviert haben, zeigen überall dasselbe Bild. Volle Seele, interessierte Bürgerinnen und Bürger, die wissen wollen, wie geht es weiter bei den Liberalen, die uns auch dabei begleiten wollen, wie wir den politischen Liberalismus in dieser Zeit neu vermessen. Eines habe ich, lieber Wolfgang Gerdt, Sie werden möglicherweise zustimmen, habe ich dabei erlebt und erfahren. Am 22.09. ist ganz offensichtlich nicht eine liberale Weltanschauung, ein liberales Lebensgefühl abgewählt worden. Unverändert gibt es viele, Sie hier sind einige davon, gibt es viele Millionen Bürgerinnen und Bürger, die unser Lebensgefühl teilen. Der Wunsch nach dem selbstbestimmten Leben, die Bereitschaft, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, die Freude an den Ergebnissen der eigenen Schaffenskraft, Neugier auf die Zukunft, Neugier auf den Nächsten, der ein anderes Leben führt, Toleranz für dieses Leben, die Großzügigkeit, ihm das andere Leben auch mit zu ermöglichen, die Bereitschaft, Risiken einzugehen, weil man auch die Chancen erkennt. All das verbindet uns Liberale, das verbindet diejenigen, die unser liberales Lebensgefühl teilen. Die Aufgabe nun ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, diesem liberalen Lebensgefühl auch wieder eine Verkörperung in der liberalen Partei zu geben. Und dieser Aufgabe stellen wir uns. Hier heute mit dem Tagungsmotto Liberal und Sozial kommen wir in den Kern einer Debatte auch über Kursfragen meiner Partei. Ich erinnere mich, dass ich im November des vergangenen Jahres reden durfte vor dem Arbeitgebertag. War noch nur Kandidat für den Bundesvorsitz der FDP und beim Reinkommen begegnete mir ein freundlicher Gentleman, der mich dann am Oberarm fasste und sagte: Herr Lindner, wenn Sie denn jetzt im Dezember zum Vorsitzenden der FDP gewählt werden, wird die FDP denn dann marktwirtschaftlich bleiben oder sozialer werden? Das war die Frage. Marktwirtschaftlich bleiben oder sozialer werden? Und ich erzähle das deshalb nicht, um jetzt länger über den politischen Kurs der FDP zu berichten, sondern weil die Frage selbst schon ein grundlegendes und grassierendes Missverständnis über den Charakter unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung enthält. Für die Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft nämlich, für Ludwig Erhard, erst recht auch nicht für Walter Eucken oder Wilhelm Röpke, für die war das kein Gegensatz marktwirtschaftlich und oder sozial. Ludwig Erhard hat sich sogar Zeit seines Lebens geweigert, überhaupt von sozialer Marktwirtschaft zu sprechen. Er sagte, sozial, das ist ein Wieselwort. Das stellt man irgendwo davor, dann kann man alles begründen und in jeden Markt und jeden gesellschaftlichen Prozess eingreifen. Er hat nur von Marktwirtschaft gesprochen. Die Idee, die Pointe dieser freiheitlichen Wirtschaftsordnung in Deutschland, der sozialen Marktwirtschaft, ist es ja, dass das Solidarprinzip durch das Leistungsprinzip verwirklicht wird. Die Marktwirtschaft ist per se sozial dadurch, dass sie das in der Gesellschaft vorhandene Wissen mobilisiert und dadurch Arbeitsplätze und Fortschritt schafft. Die Marktwirtschaft ist per se sozial, weil sie durch das funktionierende Wettbewerbsprinzip, bewacht etwa durch das Kartellamt, die Macht einzelner Spieler bricht und gleichzeitig Neueinsteigern immer neue Chancen eröffnet. Und gerade in Zeiten einer großen Koalition muss man hinzufügen, die Marktwirtschaft ist per se sozial dadurch, dass sie überhaupt erst die Mittel bereitstellt, die danach Politiker mit großer sozialer Geste verteilen wollen. Denn alles, was Politiker verteilen, muss vorher hart auf den Märkten erwirtschaftet werden. Und in diesem Sinne, wenn Sie dazu stimmen wollen, müssen Sie kein Schweigegelübde ablegen. Ich habe genau gesehen, was Sie machen wollen. Ja? Man darf auch zu diesen Grundannahmen und Grundwerten der sozialen Marktwirtschaft auch zustimmen, leidenschaftlich, denn sie haben sich historisch in Deutschland bewährt.
Die Generation meiner Großeltern hat in den 50er Jahren 48 Wochenstunden gearbeitet. Wir sind heute bei 38. Wir haben ein historisch und international beispielloses Niveau an Wohlstand erreicht. Und gerade in den vergangenen etwas mehr als 10 Jahren, sehr verehrter lieber Walter Riester, haben sich im Kern marktwirtschaftliche Reformen ja wieder als erfolgreich herausgestellt. Nach sklerotischen 1990er Jahren haben in Deutschland Arbeitgeber und Gewerkschaften sich auf eine kluge Tarifpolitik verständigt. Die hat die Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Das war ein Akt der gelebten Solidarität der Arbeitsplatzbesitzer mit jenen, die noch keine Einstiegschance hatten. Wir haben dann die notwendigen Flexibilisierungen der Agenda 2010 erlebt. Nicht nur Innovationen am Arbeitsmarkt, sondern auch Investitionen in soziale Infrastruktur, beispielsweise Kinderbetreuung, um die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu verbessern. Es ist ein, wie ich finde, keine schöne Pointe der Geschichte, dass die einzige Partei, die sich noch vorbehaltlos zur Agenda 2010 bekennt, die FDP, nur noch außerhalb des Deutschen Bundestages Politik machen kann. Alle anderen haben sich davon verabschiedet, ich komme gleich darauf zurück. Und nicht zuletzt die Stabilitäts-, Wachstums- und mittelstandsorientierte Wirtschaftspolitik zwischen 2009 und 2013, das war auch eine marktwirtschaftliche Politik, hat die gegenwärtige Stärke unseres Landes mit begründet. 42 Millionen Beschäftigte in diesem Jahr, ein Rekord. Ich freue mich, dass insbesondere jene von diesem Beschäftigungsaufwuchs profitieren können, die bislang nicht zufrieden waren. Menschen mit geringfügiger Beschäftigung, die in Teilzeit gearbeitet haben, zu geringen Löhnen, in Zeitarbeit, die haben jetzt zurückgefunden in den ersten Arbeitsmarkt. Die Zahl der Zeitarbeiter geht zurück, der geringfügigen Beschäftigung, der befristeten Beschäftigungsverhältnisse ebenfalls. Wir haben übrigens auch ein Ergebnis marktwirtschaftlicher Politik, volle Sozialkassen, Kurs auf ausgeglichene Haushalte genommen, robuste Wachstumsperspektiven. Also diese marktwirtschaftliche Politik hat sich auch als sozial herausgestellt. Deshalb werden wir als Freie Demokraten auch unser marktwirtschaftliches Profil weiter pflegen. Das nimmt uns sonst keiner ab. Nun passiert aber, verehrte Anwesende, etwas Bemerkenswertes, für mich überraschend und verstörendes. In Frankreich haben wir seit einigen Jahren eine Politik des sozialistischen französischen Staatspräsidenten erlebt, der wie aus dem Bilderbuch linke Politik umgesetzt hat, sofern ihm sein Privatleben Zeit dazu gelassen hat. Ich erinnere mich daran, wie die damalige Troika der SPD zum Élysée gepilgert ist, weil sie es als ein Fanal begriffen haben, endlich wieder einen Sozialisten im Amt des französischen Staatspräsidenten. Er hat also Bürger und Betriebe belastet, er hat zusätzliche Bürokratie beschlossen. Mir haben französische Geschäftsleute berichtet, wie der Industrieminister in ihren Betrieb gekommen ist, um gemeinsam mit der Belegschaft über zukünftige Investitionen zu verhandeln. Und der Inhaber-Geschäftsführer stand daneben. Da hat also der Staat der Wirtschaft wieder die Kommandos erteilen wollen. Das hört sich dann im nonchalanten Französischen an, es ist Industriepolitik gemacht worden. Die Ergebnisse, anders als bei uns, steigende Arbeitslosigkeit, sinkendes Wachstum, steigende Jugendarbeitslosigkeit, steigendes öffentliches Budget, sinkende Ratings am Kapitalmarkt und in Frankreich inzwischen, ja wie Sie auch beobachtet haben, Katerstimmung in der Öffentlichkeit, fast möchte man sagen und muss man sagen, Endzeitstimmung. Und nun das Bemerkenswerte. Frankreich hat sich dieser politische Ansatz nicht als erfolgreich herausgestellt. In Deutschland war marktwirtschaftliche Politik dagegen sehr erfolgreich. Der französische Staatspräsident stellt sich vor seine Öffentlichkeit und sagt, ich habe geirrt, ich will jetzt eine stärker angebotsorientierte Wirtschaftspolitik machen, also eine, in meinen Worten, liberale Wirtschaftspolitik, indem ich die Investitionsmöglichkeiten der Privaten verbessere, indem ich ein Stück weit entlaste und entbürokratisiere. Und in der gleichen historischen Sekunde bekommen wir in Deutschland eine große Koalition, die Rente mit 63, höhere Sozialabgaben, weniger Flexibilität am Arbeitsmarkt, mehr Schulden, mehr Subventionen beschließt. Also in der gleichen historischen Sekunde, in der Frankreich liberaler wird, wird Deutschland französischer. Und so haben wir uns die deutsch-französische Freundschaft nicht vorgestellt, verehrte Anwesende. Die falschen Konsequenzen gezogen worden. Also müssen wir schauen, dass wir Deutschland auf dem marktwirtschaftlichen und damit auch politisch nachhaltigen Kurs halten, es auf ihn zurückbringen.
Ich könnte jetzt länger über den Jahreswirtschaftsbericht von Sigmar Gabriel sprechen, der sich ja auch explizit gegen das exportorientierte Wirtschaftsmodell in Deutschland ausgesprochen hat und der alle Maßnahmen des Koalitionsvertrages der Großen Koalition lobt, weil sie die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands schwächen, damit aber auch die Sicherheit der Arbeitsplätze und unseren Wohlstand mit dem Ziel, das wird dann gelobt und hervorgehoben, dass die Exportstärke Deutschlands zurückgeht. Ich halte das für eine falsche Perspektive. Es ist nahezu bemerkenswert, dass wir einen Bundeswirtschaftsminister haben, der Lob dafür erwartet, dass er sich geschäftsschädigend für die Deutschland AG verhält. Aber das Bemerkenswerte ist, dass offensichtlich in der politischen Debatte noch nicht einmal erkannt wird, dass erst diese Export- und Wettbewerbsstärke Deutschlands die Sicherheit unserer Arbeitsplätze ausmacht. Und wer diese wirtschaftliche Stärke unseres Landes fahrlässig aufs Spiel setzt, der sägt am Ast, auf dem wir alle sitzen, meine Damen und Herren. Ich komme zu einem zentral für unser Sozialstaatsverständnis, für unser liberales Sozialstaatsverständnis ist die Verfügbarkeit von Arbeit und Beschäftigung. Und das nicht, weil wir der Auffassung wären, Arbeit sei nur die Quelle von Einkommen. Dann ist man sehr schnell bei Karl Marx. Karl Marx hat auch vom Reich der Freiheit und vom Reich der Notwendigkeit gesprochen. Die hat er gegeneinander gestellt. Reich der Freiheit, Reich der Notwendigkeit. Arbeit war alles Reich der Notwendigkeit. Und Reich der Freiheit ist das dann außerhalb der Arbeit. So denken wir nicht. Mancher Linke denkt heute noch so. Reich der Notwendigkeit, Reich der Freiheit. Die Freiheit beginnt dann, wenn ich nicht arbeiten muss. So denke ich nicht. Auch ganz persönlich nicht. Arbeit ist nicht nur Einkommenssicherung. Arbeit strukturiert den Alltag. Arbeit gibt das Gefühl, dazuzugehören. Arbeit hat etwas mit sozialer Teilhabe zu tun. Und ja, Arbeit hat auch etwas damit zu tun, dass man stolz ist, dazuzugehören und etwas zu leisten. Deshalb bemisst sich nach meiner festen Überzeugung die soziale Qualität einer Gesellschaft nicht an ihrer Umverteilungsmarge oder an der Höhe eines vom Staat ausgezahlten Taschengeldes möglicherweise noch, sondern inwieweit sie in der Lage ist, Menschen das Gefühl und das begründete Gefühl zu geben, dazuzugehören und ihren Platz im tätigen Miteinander von Wirtschaft und Gesellschaft zu finden. Insofern muss die Schaffung von Arbeitsplätzen und qualifizierten Beschäftigungsmöglichkeiten, die Rahmenbedingungen dafür bereitzustellen, Priorität für liberale Marktwirtschafts- und Sozialstaatspolitik sein. Das ist die Kernfrage unserer gegenwärtigen Gerechtigkeitsdiskussion in Deutschland, wie Sie wissen. Denn manche bei uns sagen, beispielsweise die hochgeschätzten Sozialdemokraten der Generation nach Walter Riester und Gerhard Schröder, ja, Arbeit sei das eine, aber es ginge um gute Arbeit. Wer wollte denn bestreiten, ich jedenfalls tue es nicht, dass wir uns wünschen, dass jemand, wenn er arbeitet, auch ein ordentliches und ein wachsendes Einkommen erzielt. Was ist aber mit den 2,5 Millionen Deutschen zwischen 20 und Ende 30, die über keinerlei Schul- und Berufsabschluss verfügen? Alleine zwischen 25 und 35 sind es 1,5 Millionen überwiegend junge Männer, die über keinen Schul- und Berufsabschluss verfügen. Mancher von ihnen versucht nun einen Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt über einen vielleicht Job, der noch nicht üppig auskömmlich finanziert ist oder über Teilzeit. Dafür hat der Sozialstaat die Möglichkeit auch einer staatlichen Ergänzung dieses Lohns vorgesehen, damit ein Existenzminimum gewahrt ist. Das wird jetzt heute gegenwärtig alles, Sie verfolgen das, als Aufstockerei diskreditiert. Und zugegeben, es gibt da auch Missbrauch, wo Arbeitgeber den Lohn drücken, weil sie glauben, der Staat gleicht schon aus über Subventionen. Ein Erschleichen von Subventionen, gegen das wir uns als Marktwirtschaftler wenden, weil es nicht sein kann, dass man niedrige Löhne zahlt, im Bewusstsein, dass der Staat es danach ausgleicht und so erschleicht man sich eine Subvention. Dagegen sind wir. Aber pauschal, Sie neigen sich so nach vorne, Herr Thaddeus, Sie geben mir gleich ein Signal, wenn ich ans Ende meiner Redezeit komme, ja? Ist nur innere Beteiligung. Okay, alles nur der Rücken, um Gottes Willen. Aber pauschal zu sagen, diese Jobs wollen wir nicht mehr,
bedeutet doch, dass man vielen tausend, möglicherweise 10.000 jungen Menschen, die in anderen europäischen Staaten in der Arbeitslosigkeit sind, die Möglichkeit nimmt, überhaupt erst einen Einstieg zu finden. Wer glaubt, dass jemand ohne Berufsabschluss, ohne Schulabschluss gar, direkt im gut bezahlten Job mit weißem Kragen anfangen könnte, der verkennt die Realitäten in der Wirtschaft, die Realitäten am Arbeitsmarkt. Deshalb bei aller Notwendigkeit, Missbrauch zu vermeiden, wir brauchen auch flexible Einstiegsmöglichkeiten. Wer sie ihnen nimmt, wie die Grünen, die 450-Euro-Jobs abschaffen wollen, der schlägt den Menschen die Leiter weg, die sie Sprosse für Sprosse nehmen wollen, um wieder in ein selbstbestimmtes Leben auf eigenen Beinen zurückzukommen. Das wollen wir nicht. Die Zwischenschritte muss es geben. Ich nenne einen dritten Punkt, den ich ansprechen muss, im Zuge der Gleichheitsdebatte. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat vorige Tage eine neue aktualisierte Statistik vorgelegt über die Vermögensverteilung in Deutschland. Ich will jetzt hier nicht statistische Detailexegese machen, aber natürlich ist die Studie auch Gegenstand einer politischen Machtauseinandersetzung, denn also wie ist es sonst zu interpretieren, dass die Versorgungsanwartschaften von Herrn Thaddäus im Presseversorgungswerk, in dem Sie möglicherweise sind, die werden Ihnen als Vermögensbestandteil angerechnet. Und wenn hier vorne Björn Teuteberg, mein alter nordrhein-westfälischer Freund, sitzt, der in die Rentenkasse einzahlt, dessen Anwartschaften gegen die gesetzliche Rente tauchen nicht auf, obwohl man die auch in bar berechnen könnte. Also das sind so Kampfinstrumente, diese Studien. Zweifelsohne aber gibt es in Deutschland eine bestehende Ungleichverteilung bei Einkommen und auch bei Vermögen. Die Statistiker sagen eigentlich unisono, sie geht nicht weiter auseinander und sie ist im internationalen Vergleich nicht sonderlich erheblich, nicht sonderlich auffällig. Es gibt Länder, die sind gleicher, aber es gibt eben vor allem ein Gros von Gesellschaften, die wesentlich mehr soziale Fliehkräfte haben. Denken Sie etwa an die Schwellenländer wie Brasilien, wo die einen im Slum leben und die anderen auf dem Hochhaus und sich nur noch mit dem Hubschrauber bewegen können. Das sind soziale Ungleichgewichte. In Deutschland teilen 78 Millionen Deutsche im Prinzip dasselbe Leben. Mit im Prinzip denselben Gegebenheiten. Trotzdem hat sich unsere Gesellschaft in den Begriff der Gleichheit verliebt. Der Verfassungsrichter Dieter Grimm hat sogar vor einigen Jahren mal gesagt, ich zitiere ihn, Deutschland sei gleichheitskrank. Weil alles vermessen wird und es wird ein immer feineres Millimeterpapier gesucht, um die Unterschiede noch erkennbar und politisch nutzbar zu machen. Und wissen Sie, ich sage, dass es in einer Gesellschaft auch eine Form von legitimer Ungleichheit gibt. Wenn nämlich die Startchancen gleich sind, sie sind es gegenwärtig in Deutschland übrigens nicht, wenn die Startchancen gleich sind, weil die Herkunft aus dem Elternhaus nicht mehr den beruflichen Erfolg oder den akademischen, den beruflichen Abschluss bestimmt. Wenn es gleiche Startchancen gibt, dann darf man sich über die Unterschiedlichkeit der Ergebnisse nicht mehr so stark bekümmern. Wie beim Sport. Wir würden uns alle empören, wenn beim 100-Meter-Sprint der eine mit Rucksack laufen würde, der andere ohne Schuhe barfuß, wenn wir sagen, es ist ja keine gleiche Startchance. Aber die gleiche Empörung hätten wir auch, wenn wir sehen würden, dass alle zum gleichen Zeitpunkt gestartet sind, aber kurz vor der Ziellinie jemand steht, der sagt, Moment mal, jetzt aber erstmal die anderen aufkommen lassen, damit der Zieleinlauf möglichst gleichzeitig erfolgt. Das würde auch unser Gefühl der Beobachtung als Sportfreunde stören und ähnlich halte ich es mit der Gesellschaft. Die besten sozialen Investitionen nehmen wir vor dort, wo Bildungschancen eröffnet werden. Dabei geht es übrigens nicht nur um mehr Bildungsgerechtigkeit im Zugang, Deutschland muss auch eine Diskussion über die Bildungsqualität führen. Es reicht nicht, alleine nur auf die Gleichheit der Startchance zu achten, sondern auch auf die Qualität dessen, was danach in einem Bildungssystem hervorgebracht wird. Dann aber, wenn wir diese gesellschaftliche Herausforderung, unser Bildungssystem fairer zu gestalten, angenommen haben, dann muss es danach legitime Ungleichheit geben, muss eine Gesellschaft Verschiedenheit, Vielfalt aushalten. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Sie muss sie begrüßen. Sie muss sie begrüßen. Denn in dem Sinne ist, wie der Philosoph Odo Marquardt gesagt hat, Freiheit, das, was ja, wie hat er gesagt, angstfreies Anderssein dürfen für alle.
Wie wäre umgekehrt eine Gesellschaft, in der die Unterschiede im Fleiß, die Unterschiede im Talent und die Unterschiede, was die individuelle Lebensführung angeht, wenn die auf Gleichheit auskämen? Eine solche Gesellschaft, wo individuelle Anlagen, Wünsche und Entscheidungen keinen Unterschied mehr machen, eine solche Gesellschaft ist inhuman. Denn welchen Anreiz sollte es dann geben, Fleiß und Tränen und Kraft zu investieren, wenn das Ergebnis trotzdem dann die totale Gleichheit wäre? Die katholischen Bischöfe haben vor einiger Zeit in einem bemerkenswerten Sozialwort geschrieben, ich zitiere das, ein gewisses Maß an Ungleichheit in einer Gesellschaft ist naturnotwendig, denn es ergibt sich aus der Einzigartigkeit der Person. Das würde ich mir wünschen, müsste und... Was ein Tusch! Ja. Das war von ganz oben jetzt. Ja. Kaum zitiert ein Liberaler die katholischen Bischöfe, ja, gibt es auch schon Intervention. Ja. Das sollte unsere Gesellschaft stärker wieder verinnerlichen. Und wenn Sie die sozialen Unterschiede sehen, auch in der Vermögensverteilung, dann gibt es ja in Deutschland, ist mein letzter Gedanke, den ich vortragen will, und dann wollen wir auch zur Diskussion kommen, Sie sind gespannt, genauso wie ich auf Walter Riester, wenn man die Unterschiede in der Einkommens- und in der Vermögensverteilung verändern will, dann setzt das Gros derjenigen, die gegenwärtig in die politische Debatte in Deutschland sich einschalten, ja auf mehr Umverteilung, oben was wegnehmen und in den Wohlfahrtsstaat überführen und dann etwas damit machen. Und auf der anderen Seite werden die Möglichkeiten beschnitten für die Menschen, sich selber etwas zu erarbeiten. Beispielsweise durch jene große Koalition, die die Sozialabgaben jetzt erhöht. Steigende Sozialabgaben. Kalte Progression wird nicht gedämpft. 17,5 Milliarden Euro bis 2017. Im vergangenen Jahr haben wir das im Bundesrat vorgelegt als schwarz-gelbe Bundesregierung. Ist von Sozialdemokraten und Grünen seinerzeit negativ beschieden worden. Wollte man nicht. Jetzt kommt der DGB und sagt, es ist eine Ungerechtigkeit. Der DGB hat völlig recht, es ist ungerecht. Denn diejenigen, ich habe es eben hervorgehoben, die über ein Jahrzehnt Lohnzurückhaltung geübt haben, denen jetzt höhere Gehälter gezahlt werden, die hätten jetzt ihren fairen Anteil am Ausgleich verdient. Die Politik behält ihn ihnen aber vor. Sozialabgaben erhöhen, kalte Progression nicht dämpfen, das trifft in unserer Gesellschaft nicht die Millionäre. Das trifft Millionen Beschäftigte. Diejenigen, die jetzt ein ordentliches Geld von der IG Metall ausgehandelt bekommen haben. Oder von der IG BCE sehr gute Tarifabschlüsse ausgehandelt bekommen haben. Die bezahlen das. In Hessen, Schwarz-Grün, in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Rot-Grün, erhöhen die dortigen Landesregierungen jetzt die Grunderwerbsteuer. Das trifft doch nicht denjenigen, der sich eine Villa kaufen will. Der zahlt die Grunderwerbsteuer nochmal ebenso. Das trifft doch die Familie, die ohnehin, wenn sie zum ersten Mal sich Eigentum anschaffen will, über Jahrzehnte mit jedem Euro kalkulieren muss bei der Finanzierung. Die trifft das doch, weil die plötzlich an den Staat 2 bis 3 komplette Monatsbruttogehälter nur an Steuern zahlen müssen zusätzlich. 2 bis 3 komplette Monatsbruttogehälter, das macht das aus in einem Ballungsraum, wenn man sich eine Wohnung kaufen will. Und das sind die Parteien, Sozialabgaben, kalte Progression, Grunderwerbsteuer, das sind die Parteien, die an Sonntagen hier nicht so wie ich über Ungleichheit sprechen würden, sondern über Gleichheit. Die beklagen, dass die Schere auseinandergeht. Das machen die am Sonntag. Am Sonntag beklagen sie die Unterschiede bei der Vermögensverteilung und am Montag schmeißen sie den Menschen aus der Mittelschicht die Knüppel zwischen die Beine, die selbst ein Vermögen erwerben wollen. Das ist soziale Heuchelei, meine Damen und Herren. Und da brauchen wir eine ehrlichere Debatte. Wir jedenfalls fühlen uns denen verpflichtet. Wenn es in der Vergangenheit gegenüber der FDP Vorbehalte oder Vorhaltungen gegeben hat, vielleicht waren sogar manche zu bestimmten Zeiten auch einmal berechtigt, wir stünden bestimmten Branchen oder Einkommensgruppen oder Berufsgruppen nahe, kann ich Ihnen sagen, das tun wir nicht. Wir schauen auf unseren eigenen politischen Kompass. Liberal und sozial, das ist kein Gegensatz. Wir sind unabhängig von Sonderinteressen, eigenständig gegenüber allen unseren politischen Mitbewerbern. Wir haben Anerkennung gegenüber denjenigen, die es im Leben schon zu etwas gebracht haben. Aber unser Herz und unsere Leidenschaft gehört denen,
die sich durch Fleiß und Sparsamkeit noch etwas aufbauen wollen. Die haben nämlich sonst keinen Partner in der Politik. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus